So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Dommer dabei. Guten Tag schon wieder. Und wir gucken uns an Soldier Stompy gegen Dredge. Super interessant. Soldier Stompy, ein Deck mit Chalice of the Void, Trinisphäre, Fields und eine Menge coole Soldiers. Warte mal, ist es Suppression Field? Kann das sein? Ja, Suppression Field, genau. Sehr, sehr cooler Stuff. Auf der anderen Seite Dredge, so das nicht Magic spielende Magic Deck, was es gibt. Ja, ich fummel so lange an mir selber rum, bis der Gegner tot ist. Ja, ja, ja. Und noch schlimmer als Storm. Schlimmer als Storm. Stimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich hier super interessant, was man macht. Weil man hatte jetzt auch zum Beispiel den Hogak. Ja. Der das Deck hier ein bisschen aufgewertet hat. Och, man eine Menge. Man kann den Ochsen spielen. Wow. Den man ja für 2 rote Mana und 8 Karten aus dem Friedhof Exilen reinspielen kann. Für Escape, ne? Genau, für Escape, was sehr, sehr cool ist, gerade wenn man sich mal so ein LED offen lässt oder so. Und Hogak ist halt super, super gut. Hogak ist der Wahnsinn in dem Deck. Ja. Also mal die Bridges erstellen quasi das Mana für den Hogak. Ja, genau, genau, genau. Man kann ihn halt auch immer wieder selber mit KO Therapies noch runternehmen, kann dann auch die Reanimates spielen. Es ist ganz cool. Frage ist halt, wie es Game 2 und Game 3 aussieht. Gerade mit Graveyard Hate kann das natürlich sehr, sehr langweilig werden. Rest in Peace macht auch eine Menge. Oder Leyline, je nachdem, was im Soldier Stompy gespielt wird. Ich würde schon fast für Rest in Peace gehen. Das ist eine Mana-Confluence mit einem Putrid-Up. Einer der seltensten Starts. Ja. Dredge, habe ich das Gefühl. Ansonsten eher so Draw 2, Discard. Oh. Das ist. Was ist das? Das denn? Es ist auf jeden Fall aus. Okay, es exilt eine Kreatur. Dann ist es wahrscheinlich das, der 1-3er. Ja. Der beim ETB, solange bis er drin ist, eine Creature exiled. Ja. Und hier wurde dann einmal ein bisschen was discarded. Boah, Alter, diese. Boah! Diese wunderschönen Faithless Lootings, meinst du? Boah, so mittendrin, ey. Ich glaube, die sind hier auch nur drin, damit man sie besser so im Friedhof erkennt. Oi, oi, oi. Ja, weil die erkennst du. Die so schäppig, halt, wie die sind. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die auch so hässlich findet. Born wie ihr findet. Oh, Dredge 5. Das sieht gerade richtig beeindruckend aus. Uiuiui, da passiert echt was. Ja. Dann wirft man 2 Karten ab. Das Fast Looting. Da hat man auf jeden Fall den Reanimates. Da ist schon eine Bridge drin. Eine Bridge drin. Okay, die Frage ist, wie viele Bridge nur eine? Eine Bridge ist halt nicht so viel. Nee, die macht echt nicht viel. Was kann man jetzt ansagen? Was ist Chalice? Da? Ja, das ist auf jeden Fall Talia, Brimas. Okay, hier wird einfach einmal Hand Disruption betrieben. Cause you can. Ja, alles klar. Ja, hat man mal. Kann man auch mal machen. 3 Zombie-Token durchgezeugelt. Ja, genau. Plus halt, nächste Runde kann man halt mit dem Land, mit dem Cephaliden-Kolosseum, unendlich viel dredgen. Zieht 3, ne? Zieht 3 und wirft danach 3 Karten ab, genau. Genau, da kommt ein Ichorit. Sacrifice den. Der zweite Ichorit wird nicht geholt, weil nicht genug schwarze Kreaturen im Friedhof sind. Das ist manchmal echt ein Problem. Oder du hast halt Dredger drin, die du nicht rausnehmen willst. Ja, weil man zu wenig Dredger hat. Genau. Und da ist auf jeden Fall ein Dredge 6. Da war auf jeden Fall noch ein Dredger dabei. Noch ein Looting, ey. Ja. Boah. Gemstone, okay, man hat sogar noch Smart. Man könnte ja auch einfach nur auf das Looting gehen. Und die anderen Sachen so ein bisschen. Ich glaube, hier geht mal so Ghost Looting. Ja. Das sieht auf jeden Fall so aus. Ach, wunderschön. Dredge 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da hittet man eine Brücke. Ja, das ist auf jeden Fall ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch eine Brücke. Das ist ziemlich gut. Also wenn man hier ein bisschen was arbeiten kann. Jetzt hat man halt alle Cable Therapy weggeschossen, ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Hin und wieder hat man noch eine. Man kann hier auch einfach das Dread Return nehmen. Auf den Golgari Grave Troll? Ja. Da ist sonst gar nichts drin. Nee, irgendwie. Nicht wirklich. Man könnte ja auch einfach sagen, go, und könnte einfach seine 3 Zombies kassieren. Ja, ja, stimmt. Das wird ja auch gemacht. Einfach nur aus dem Grund heraus, weil Soldier Zombie eben, wenn es Removal hat, meistens Exil, zumindest Mainboard. Mhm. Und man dementsprechend da wenig Angst vor Graveyard Hate haben muss. Surprise, kein Graveyard Hate im Mainboard.
Ja, und selber was in den Friedhof kriegen ist halt auch schon ein bisschen schwieriger mit dem Deck. Oh, das ist der, der Ringleader für Soldier. Der hittet zwei Soldaten. Besser als meine Durchschnitts-Soldier. Ich wusste gar nicht, dass es den Ringleader auch in weiß gibt. Es gibt den auch in grün für Elfen, da hat er Trampel. Ja, der Erstschlag. Ich weiß gar nicht, was der Schwarz, ob der auch für Schwarz, glaube ich, gibt es auch für Zombies. Und für Rot dann was? Ja, ist der Goblin. Ja, Rot sind Goblins. Blau, Mehrvolk. Ich würde fast schon eher Wizards sagen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aus der Zeit könnten echt Wizards sein. Ja. Vier Ichurin. Was ist denn da passiert? Ja, hier wird wahrscheinlich gerade der Typ gesucht, der den Typen Eile gibt und +1/+1. Boah, alter Falter. Ey. Weil das ist noch eine, was das sagt, okay, man hat ihn auch gefunden. Weil das ist noch eine ziemlich alte Liste und ich werde da auch nicht von abgehen, einfach den Ding zu benutzen. Den guten Flanken Zerlord. Ah ja, der... +1/+1 und Eile gibt allen Kreaturen. Da. Genau. Der Deutsche. Der Deutsche, voll. Von mir aus dem Booster gezogen. Ja, dann gibt man dann einmal Hauen und dreht einmal nach rechts und hat einfach gewonnen. Ja, du hast gewonnen. 4, 8, 12. Erstmal lesen. 4, 8, 12, 18. Allein die Token sind schon mehr als genug. Ja, vor allem, weil sie alle 3-3 sind. Ja. Das haut auf jeden Fall rein. Ja, da brauchen wir den Graveshot. Aber das ist gegen Dredge halt meistens so. Ne? Du machst Game 1 ziemlich wenig. Genau, und Game 2 und Game 3 geht es halt viel darum, du brauchst einen Graveshot-Hate und dann das Spiel schnell genug beenden. Wohingegen halt der Gegner einfach Removal dafür sucht und dann Geschwindigkeit. Was sehr interessante Kombinationen ergibt. Ja. Ja, du hast halt als dieses Stompy-Deck, was gegen Dredge Turn 1 relativ viel, also Game 1 relativ viel macht, ist Prison. Moonred Prison, ja, wegen Khan. Generell auch. Wegen Khan und wegen den Moons auch. Genau. Ja, das geht. Das geht. Rot kommt ziemlich gut damit klar. Boah. Nur Mountains zu haben, ist voll okay. Du hast viel mehr Probleme tatsächlich einfach mit den Khans, weil sie einfach Turn 2 oder Turn 3 eine Crypt suchen können. Ja, und dann ist halt der Friedhof leer. Und den Vorteil hat ja auch Ding auch schon, die Ursa-Stompies. Stimmt. Und das ist schon ganz cool, auch gerade wegen der Ensnaring Bridge, die ja beide Decks spielen können, die auch dann ziemlich gut sind. Ja, dann kommst du halt einfach nicht mehr durch. Ne? Ja. Hier wird gekeept. Und da ist eine Leyline. Eine Leyline, okay. Old Border Leyline. Ja, hat er sich geholt. Ja, hat er sich gegönnt. Da ist ein Palace Jailer mit einem Chromox. Und wahrscheinlich ein Go? Ja gut, wenn man halt hier die Leyline hat, warum nicht? Also man muss sich halt hier ein bisschen auf die Leyline verlassen. Ja, ist die Frage. Ja, da kommt eine Chain of Farb. Oder wäre nämlich die Frage gewesen, ob man die Chalice of 1 hat. Ja, die hätte man gecastet, glaube ich. Ja, das ist nämlich gerade die Frage. ja, Loot Flashback. Genau. Ach du Schande. Und dann noch ein Dredge 6 hinterher. Ja, zwei Dredge 6. Das war absolut nichts gedredged. Nee, gar nichts. Da ist zumindest ein Ray of Revelation dabei. Da war zumindest ein Nekromöbel bei. Ja, das auch. Und dann go. Ja, bisschen unbeeindruckend. Hm. Wäre jetzt natürlich witzig, wenn man zusätzlich noch die Talia. Ding spielt. Oh, die große Talia. Mm. Mm. Dann kommen die Kreaturen getappt ins Spiel. Und die Nicht-Standardländer auch. Boah, da war auch schon wieder unsagbar viel, was man nicht dredgen wollte. Boah, die Nekromöbe allein macht halt jetzt gerade auch nicht viel. Nee. Sie ist ein 1-1 Flieger gegen einen 3-2 Erstschläger. Mm, ja. Oh, Ringleader. Jetzt zeigt das Deck so, was es normalerweise macht. So explosive Starts. Ne? Ja. So. Das ist schon ziemlich gut. Immer noch zwei, drei Stück. Schönes altes. Da ist der Captain, da ist der Typ, der aus der Hand ins Spiel bringt. Und der Palace Jailer. Dann für 3. Jo. Das ist schon ziemlich gut. Vor allem interessanterweise auch hier die Talia ziemlich gut gegen Ichorids. Ja, stimmt, weil die dann nicht ins Spiel kommen und einfach nichts machen, außer dass man sie opfern kann. 2, 3, 4, 5, 6 auch. Da war zumindest eine Bridge bei.
Ja, aber es reicht halt nicht. Es tut halt aktuell fast nichts. Ja, und man kriegt keine Handkarten in den Friedhof. Und jetzt will man halt auch nicht darum übergehen, Karten zu ziehen, weil... Ja, auf sich selber wahrscheinlich. Nee. Der Captain, okay. Aber der Zombie ist getappt. Korrekt. Korrekt. Ja, ja, wird ja auch noch nachgeholt. Man kann halt hier jetzt auch aktuell nicht mehr in den Draw-Modus gehen. Und man hat so viel Zeug weggeworfen, was man eigentlich ziehen möchte, dass eigentlich in dem Deck fast nur noch Zeug übrig ist, was man dredgen möchte. Da kommt der Typ, wenn er angreift, bringt er einen anderen Soldier angreifend ins Spiel. Vor allen Dingen angreifend. Ja, das ist ziemlich gut. Plus Jealous. Jealous auf 1? Yes. Ja. Damit ist dann auch der Self-Discard ausgeschaltet, ja. Und Faithless. 3, 4, 5, 6. Oh. Nekromöbel. Man hat aber keine dritte Kreatur für... Doch, wenn man will, schon. Okay. Chemotherapy. Ach, man hat 2 Brücken im Friedhof. Yes. 3. Ja. Ja, da wurde die Chalice wahrscheinlich einfach angesagt. Kontert, genau. Dann kommt Dread Return auf den Archon. Genau. Der kommt auch getappt ins Spiel. Und der exalt ein Permanentes. Jetzt natürlich die große Frage, was exalt man hier? Den Dude der Zombies, Der Typ, den dann bringt, ja. Der angreifende, ja. Bieter reinbringen. Auf der anderen Seite jetzt halt auch gar nicht mal so geil, wenn jetzt halt irgendwie der Palace Jailer reinkommt und den Typen wegnimmt. Ach, ist ein Leave the Battlefield, ne? Die. Es ist ein Die, aber genau das ist das Problem. Dann hat er einfach nicht wirklich viel gemacht. Ja, ja. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob der Palace Jailer den hätte. Oh, lol. 2-3 fliegend Lifelink Erstschlag, glaube ich. Das ist das Gegenstück vom wie heißt denn Vampire Nighthawk? Ach! Heißt der Nighthawk? Ja, ich glaube auch. Oh ja, da kommen die getappten Ichorids. Das ist dann die vierte Gogai Grabtroll, der auf die Hand geht. Und eine Nekromöbe. Und eine Nekromöbe. Und der Ochse. Und die letzte Bridge. Ja. Kommt alles getappt ins Spiel. Jetzt könnte man halt schauen, wenn man jetzt nochmal einen reanimaten zweiten hätte, könnte man halt den Ochsen wieder opfern. Da ist aber keiner. Ne, ich glaube auch nicht, aber es wäre halt schon nice. Aber hier passiert halt nichts. Der geht, man kriegt 4 Zombies, die getappt ins Spiel kommen. Hey. Wieso geht der ins Exile? Die Ichorids. Ja. Stimmt, die müssen dann Friedhof gehen. Sonst würde man auch keine Zombies bekommen, tatsächlich. Ja. 4 Mana, Palace Jailer. Uff. Ja. Ja, jetzt nimmt man halt den Archon raus, ne? Ja, das ist ätzend für den Dredge-Spieler. Sehr, sehr cool vom Stompy-Spieler. Also man sieht ja halt wirklich, wie er komplett im Driver-Seat ist. Ja. Und sich das auch nicht so wirklich nehmen kann. Der hat... Wachsamkeit fliegend, nicht Erstschlag fliegend, okay. Ja, das weiße, genau. Pendant zu Erstschlag. Ja. Und dann gibt man hier runter auf 2 Leben. Was liegt man denn jetzt noch rein? Das ist der Monarch. Ach ja, stimmt. Das ist der Monarch-Token von tokensfromdigi.com. Boah, ja, okay, den kriegt man jetzt im Zweifelsfall sogar wie? Das war schlecht. Jetzt kriegt man den Monarch ja wieder. Ja, ja. Als Dredge-Spieler. Dann kommt das Archon ja wieder. Ja. Das ist so das letzte Aufbäumen. Das Problem ist, man muss hier mit mindestens 3 Kreaturen angreifen und hat danach nicht mehr genug zum Blocken. Ja, das stimmt. Die Zombies machen ja selber keine Tokens. Genau. Und das Archon kommt schon wieder getappt ins Spiel. Ja. Und auch die Zombies, die End of Turn mit dem Ichorid kommen würden, kommen getappt ins Spiel.
dementsprechend ist das relativ. Ja, und die Brücken gehen raus. Ja, stimmt, da geht eine Kreatur schon. Ja, das ist gelaufen. Da ist zu viel Power auf dem Board von Soldier Stompy. Also Game 2. Überraschend dafür, dass beide doch relativ interessante Starts schon hatten, muss man einfach sagen. Ja, den Druck hat man jetzt liegen. Ja. Dredge müsste jetzt auch den Monarch-Token bekommen. Ja, und man End of Turn Dredge halt nochmal. Das kann man halt auch mal machen, ne? Ja. Macht man sonst zu wenig. Ja. Aber wenn jetzt hier irgendeine Art von Removal fliegt, ist halt das Spiel gelaufen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt halt natürlich der Stompy-Spieler nichts hat, wäre das hier der Wendepunkt für Dredge. Mehr oder weniger. Das sieht aber nach einer. Was bist du denn? Das ist der Typ, der raussucht. Oh, der findet natürlich genau den Ballester. Der findet genau den Ballester. Das ist sehr, sehr cool. Den war aber nicht spielen kann. Nee, Simon hat noch ein Land. Sehe ich gerade. Genau. Simon hat hier noch ein Land. Hier muss man halt zweimal reinhalten. Das ist halt ätzend. Vor allem, da man ja keine. Kriegst du nochmal. Zwei Leben, ja. Token, Zombies. Ja. Oder man ignoriert es halt. Ah ne, die Brücken sind ja raus. Die Brücken sind raus. Man holt auch hier keinen Ichorit mehr. Den hätte man holen können, den Ichorit. Und hätte noch was machen können, aber ja. Man könnte den Ochsen versuchen zu casten, aber ich glaube, das würde einen umbringen. Boah. Ja. Ja. Ja, hier wird einfach so random, weil man gemerkt hat, man hat einfach nichts mehr an Optionen. Und geht dann lieber in Game 3. Natürlich Game 3 hier wieder interessant. Ähnlich wie Game 2. Hm. Wer hat das Removal, wer hat den Graveyard Hate? Ja, du musst dann als Stompy-Spieler auf den Graveyard Hate malen. Sehe ich ähnlich. Das ist ähnlich halt wie du bei Dredge halt einfach keine Hand halten kannst, die einfach gut ist, aber kein Removal hat. Ist halt leider Gottes auch so. Und da muss man halt. Die Soldier Stompy-Listen spielen aber fix keinen Karten, ne? Nee. Da ist auf jeden Fall eine Leyline auf der Hand. Und zwar ein Mulligan von Dredge. Okay. Sogar ein ziemlich tiefer Mulligan. Mal auf 5. Das ist jetzt nicht so viel, was übrig bleibt. Ja. Go. Okay. Da hat man dann wahrscheinlich nichts gefunden, aber ich glaube, man kann einfach auch nicht wenig unter 5 gehen. Land. 2 Mana. Ray of Revelations. Ach du Schande. Draw Target Enchantment mit Flashback. Ja, das ist okay. Echt ganz nice. Gegen die Leyline sogar sehr gut. Ja. Oh, hier kommt der Typ, der andere Angreifen mit ins Spiel bringt. Das könnte jetzt nochmal spannender werden. Das könnte jetzt richtig werden. Therapy auf sich selber. Grabtroll und da ist noch ein Land. Uff. Dann waren die Draws aber auch nicht der. Nee, aber Mulligan auf 5 ist logisch. Ich meine, hier kann jetzt halt mit dem Dredge 6 danach Threshold, kann da halt einiges bei rumkommen jetzt gleich. Also der nächste Zug von Dredge kann sehr mächtig werden. Da kommt jetzt was. Talia. Ja. Und der Angriff, und da kommt dann eben der Trigger, der einen Brimas getappt, angreifend ins Spiel bringt, weshalb ich Brimas in dem Deck so ein bisschen problematisch finde. Ja, weil der keinen Token mitbringt. Genau. Auf der anderen Seite ist er einfach ein sehr, sehr guter 3-Mana, 3-4 Flieger, aber ich glaube, sein Platz ist eher im Deathhawks. 6. Okay. Eine Nakromöbe. Das war auch schon wieder so Medium, ne? Man hat keinen weiteren Dredger. Wodurch man halt einfach. Ich glaube, hier hätte man das Land behalten müssen, oder? Nee, hat man nicht. Man hat ja sowieso. Man zieht 3, wirft dann Karten ab. Man hätte das Land behalten müssen, falls man noch eine Zephalitenkollision hittet. Aber es wäre besser gewesen. Auf der anderen Seite hier jetzt beides mal sehr beeindruckend. Beide Spiele mit Graveyard Hate und Removal vom Graveyard Hate sehr schnell.
Ja. Das schon. Frisst aber halt auch. Oder kommt noch ein Lineside Diamond. Frisst aber dann halt auch Ressourcen, ne? Ja, natürlich, natürlich. Da ist auf jeden Fall noch ein Stinkwood Imp. Das ist natürlich nicht schlecht an Dredge-Material. Jetzt muss man noch Card Draws finden. Da kommt jetzt ein 4-Mana-Drop. Mhm. Der Leutnant. Also der. Ja. Trigger. Ja, plus der hat auch Primus Wasser. Primus hat Wasser kalt und genau. Kommt einen Token rein. Der hat der auch Wasser kalt. Hat. Genau. Und dann kommt Trinkt. Der Trigger noch. Und der hat einen Pilz. Na, Krummel braucht, das sind 14 Damage. Ja, heiliges Blechle! Damit sollte es dann mit 2-1. Das war mal einfach so 14 Damage ja, aus dem kann nichts. Man machen. Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.